Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Let's Play StarCraft 2 Brood's Wrath. Wir sind inzwischen schon in der dritten Mission angekommen, die wir natürlich jetzt auch direkt starten wollen. Nachdem wir jetzt also einmal die, oder zwei Essenzen gesammelt haben, geht es jetzt um die dritte zu holen. Ich fühle den Sieg in meinen Knochen. Wir haben die Hybriden-Essenz in unserer Hand, meine Untertanen. Ich kann seine Macht fühlen. Überall um mich herum. Es ist so mächtig. Ich bin besorgt, dass wir ein Problem haben. Diese zwei Hybriden sind auch hinter der Essenz her. Sie sind in einem internen Konflikt. Wir müssen auf ihre Streitkräfte aufpassen. Priori Incantatum, sage ich nur. Wir müssen die vier Obelisken zerstören, um die Halle mit den Essenzen zu erreichen. Jeder Obelisk wird von einem uralten Hybriden beschützt. Ihre Attacken können Armeen einfach zerstören. Wir müssen einen Weg finden, ihn schneller zu töten. Alles klar. Also, wir haben Brutwürmer, Scourges und Corruptor für diese Mission zur Verfügung gestellt. Das deutet darauf hin, dass wir Luftangriffe machen müssen. So, wir sind hier auf jeden Fall. Wir haben natürlich wieder unseren Brutcrawler. Wir bauen währenddessen wunderbare Drohnen. Nehmen wir hier eine Drohne raus, bauen währenddessen nochmal einen... Ich kann Hybrid-Relikte in der Nähe... spüren. Wir sollten sie finden und ihm gegen uns, sie gegen unsere Feinde nutzen. Und wir können, ach, das sind Corruptor. Ich verstehe. Ja, die guten alten Corruptor. Wir könnten auch eigentlich nochmal einen Extraktor bauen, oder? Ach, das geht nicht, weil wir dafür ein Nerve Center bräuchten. Da bauen wir doch mal ein Nerve Center. Wo bauen wir die denn mal hin? Hier. Brauchen wir sowieso drei. Für Upgrades. Oh, die sind aber teuer. Sind die immer schon so teuer? Offensichtlich. So. Jetzt kann ich nicht genug Drohnen bauen. Doch, jetzt schon. So, upgraden wir die. Beide bitte. Und gehen dann hier direkt auf die Upgrades ein. So. So. Und dann machen wir nochmal ein paar Drohnen. Aber ich glaube, wir haben jetzt auch schon fast genug Drohnen erreicht. Ich denke so, in jedem noch eine weitere. Viel mehr sollten wir uns nicht gönnen, denn sonst können hier nicht schnell genug die Kristalle wieder nachwachsen. Das heißt, wir können uns jetzt wieder auf unsere Armee konzentrieren. Broodworm. Okay, wir bauen mal einen Brutwurm. Zack, mal schauen, wie der so ist. Gleichzeitig können wir aber auch mal eben wieder dieses Dinger bauen. Zwei, drei Stück. So. Zack. Bauen wir nochmal welche von diesen Viechern. Da ist ein Prodos, ein Hetzer, ein Stalker. So, wir können hier Scourges machen. Oh. Na, ganz schön viel Schaden. Ich habe, glaube ich, ein bisschen spät Einheiten gebaut. So wie das hier aussieht. Q. Okay, ich fürchte, wir müssen diese Mission nochmal neu starten. Oder? Ja, es sieht so aus, leider. Wie lange braucht unsere
Kelisa noch. Achso, das ging gerade noch gar nicht. Gut, wir starten die Mission mal nochmal neu und ich baue mal ein bisschen früher Armee. Zack. Sag ich noch in der letzten Mission los, das ist alles einfach. Und dann sterbe ich hier direkt. Können wir das überspringen? Nö. Jaha. So, ich bin zurück, nachdem ich mir jetzt stundenlang das Intro nochmal angucken musste. Aber naja. Sei es drum. Wir werden auf jeden Fall jetzt ein bisschen früher Einheiten bauen. Ich glaube, das ist ein guter Plan. Allerdings brauchen wir natürlich auch ein paar Drohnen am Anfang, keine Frage. Also ganz vernachlässigen sollten wir das hier nicht. Wir brauchen mal diese W-Dinger, mal schauen, wie die sind. Strong vs. Infantry und Air. Oh, vielleicht hätte ich die auch mal in der letzten Mission bauen sollen. Und was wir auch bauen ist ein... Ah, da braucht man eine Stasis-Chamber für. Was ist denn der Stasis? Achso, ne, ein Nerve Center ist das noch nicht. Ach, blöd. So, nochmal erst das Panzerungs-Upgrade, das können wir alles nutzen. Sorry dafür, dass ich noch manchmal Cuts machen muss, weil manchmal muss ich niesen. Pollenallergie sei Dank. So. Ein paar Drohnen bauen. So, was ist denn Stasis irgendwas? Da, das ist die Stasis-Chamber. Dann bauen wir die mal. So. Und ja, komm, wir holen uns jetzt auch noch mal die beiden weiteren Evolution Chambers. So. Holen uns quasi... Ne, wir holen uns erst den Defense-Gedönse hier. Den Defense-Gedönse holen wir uns. So und so. So, einmal kurz speichern auch zwischendurch. Das kann auch nicht schaden. Upgrades nehmen. So, und defensiv sollten wir jetzt eigentlich ganz gut aufgestellt sein. Und auch das Ding. Perfekt. So, und jetzt müssten wir mal langsam hier vernünftige Sachen bauen. Wie zum Beispiel das Ding. Da kommen auf jeden Fall erstmal die Truppen. So, und das sieht doch schon mal viel besser aus. So, und jetzt noch ein paar Scorches. Und Motrons. Mutation abgeschlossen. Zack. So, einmal dich fokussen. Okay, also diese Carrier machen schon viel Schaden. Nein. Los. Haben wir nicht uns Quatsch? Hui, das war aber knapp. Wir brauchen dringend mehr von diesen Viechern. So.
Investoren sollten wir auf jeden Fall auch ein paar mehr bauen. So, und wir bräuchten dann auch dringend mal weitere Spawning Pools. Ich sollte die wahrscheinlich ein bisschen weiter auseinanderbauen, damit die da immer durchkommen. So, ein Stalker ist jetzt nicht das größte Problem. Was mich aber sehr, sehr stört, ist, dass unsere gesamte Static Defense hier abgeräumt wurde. Das würde ich gerne nochmal aufbauen. So. Und dann holen wir hier nochmal die Viecher, die nämlich auch eher angreifen können, weil er war tatsächlich das größte Problem. Definitiv. So, ein paar mehr Drohnen können wir auch noch gebrauchen. Vielleicht brauchen wir auch gleich nochmal einen weiteren Extraktor auf der anderen Seite. Das halte ich für sinnvoll. Da kommt schon wieder ein Angriff. Die ist das schon wieder tot. Oh, ich habe Broodcrawler gebaut. Das wollte ich nicht. Sei es drum. Jetzt müssen wir sie auch nutzen. Weil ich Roaches bauen wollte und es nicht getan habe. Dann ist diese Mission deutlich härter. Aber finde ich gut. Finde ich wirklich gut. Oh, wir bräuchten gleich wieder ein paar mehr Investoren. Investoren oder Swarmwalker natürlich, meine ich. So. Und Scourges können wir auch nochmal bauen. Dann bauen wir einen Advanced Reactor hier nochmal hin. So. Da kommt schon wieder der nächste Angriff. Jetzt kommt noch einer gleich von rechts, so wie es aussieht. Von links, so wie es aussieht. Da steht da was rum. Wir sollten wahrscheinlich auch nochmal wieder die Static Defense aufbauen. QTQ. 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 QTW. QTW. So. Und jetzt machen wir wieder Einheiten. Brauchen noch mal ein paar Linge. Wir brauchen mal alles ein bisschen. Wobei Linge natürlich jetzt nicht so geil sind. Ne? Ich glaube, Linge sollte ich nicht bauen. Okay. Lassen wir das mit den Lingen. Machen wir lieber noch mal ein paar Swarmhawk Walker. So. Und schon wieder nächste Angriff schon wieder von Carrion. So, Fange. Fange. Oh, ich habe ihn nicht getroffen. Fange. So. B. B. Und die können wir auch nochmal bauen. Oh, jetzt sind wir supply blocked. So, jetzt haben wir mal ein paar gebaut. Brauchen wir uns da gleich nicht mehr drum zu kümmern. Ah, mehr brauchen wir gar nicht. Wir dürften jetzt auf 300 Supply kommen. So, mehr davon, mehr hiervon.
Und dann müssen wir eigentlich gleich mal losrennen. Die Mission wird auf jeden Fall ein bisschen länger werden. Das sehe ich jetzt schon. Also da könnte es das erste Mal sein, dass ich das in zwei Teile teile. Das werde ich dann mit einem Hardcut machen. Das kündige ich nochmal an. Nicht, dass ihr euch da wundert. Aber dann wird einfach irgendwann ungefähr bei der Hälfte der Folge geteilt. Ohne, dass ich abmoderiere. Und dann gibt es beim nächsten Mal die nächste Folge. Oder den zweiten Teil der Folge quasi. So, wir müssen jetzt mal loslegen hier. Kann ja nicht immer nur defensiv bleiben. Ich denke, wir sind inzwischen stark genug, um zumindest hier mal den ersten Schritt zu wagen. Kann sich natürlich gleich zeigen, dass ich da falsch gedacht habe. Oh, da ist der Hybrid noch mit drin. So, ziehen wir uns nochmal zurück. So. Killer-Hybrid. So, noch mehr von denen bauen. So, wir müssen jetzt hier mal ein bisschen weiterkommen. So. Die Guardian macht schon auch Schaden. Boah, jetzt hat er sich wieder komplett aufgeladen. Sehe ich das richtig? Sollen wir den nicht töten? Es kann sein, dass wir den nicht töten sollen. Aber es sieht so aus, als könnten wir ihn eben töten. Das ist natürlich jetzt gerade ein blöder Verlust, den wir da erleben. So, aber der ist schon mal tot. So. Jetzt kurz eben mit denen aufräumen. Wir haben gleich keine Ressourcen mehr hier an diesem Ort. Das gefällt mir nicht. Aber hier sind welche. Also da müssen wir bald mal wahrscheinlich uns hinwurzeln. So. Das Problem ist, dass jetzt hier unsere Static Defense nicht mehr steht. So, jetzt kommen wir nämlich schon wieder von oben. Gut, kommt ihr mal hier mit rüber. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Der Schwarmcluster wird angegriffen. Der Schwarmcluster wird angegriffen. Unsere Streitkräfte. So, oh, jetzt kommen wir wieder von beiden Seiten. Aber diese Carrier. Ich hätte mich früher mit allem zurückziehen müssen. Das war ein Fehler. Ich sollte auch mehr von diesen Viechern bauen. So. Wir brauchen mehr
Diese Carrier halten aber auch was aus.